Die USA gaben der Welt einmal ein Versprechen. Ein Versprechen, das so wichtig war, dass es auf Münzen geprägt wurde. Liberty, Freiheit. Ein stolzes Wort, das seinen Zauber verloren hat. Statt Liberty heißen die Schlagworte heute NSA, Prism, X-Key Score. Die freie Welt hat Schattenseiten. Die Allmacht der USA macht an keinen Grenzen mehr Halt, am allerwenigsten an denen Europas. Diplomatie und nationale Souveränität gelten nichts mehr in dieser grenzenlosen Welt. Wer die Technik hat, hat die Macht. Das Weltüberwachungssystem der USA hat einen Weltstaat geschaffen mit einem einzigen Machthaber. Keiner hat das deutlicher zu spüren bekommen als Edward Snowden. Aus Furcht vor dem langen Arm der USA hat er es gar nicht versucht, in einem europäischen Land Asyl zu erbitten. Wer in Verdacht gerät, sich dem System zu widersetzen, wird bestraft. Wie Evo Morales, der bolivianische Präsident, der zur Landung in Wien gezwungen wurde. Auf den bloßen Verdacht hin, Snowden könnte in seinem Flugzeug sein. Die USA haben die Welt in ein globales Panoptikum verwandelt. Von einem einzigen Wachtposten aus können sie alles kontrollieren, was um sie herum geschieht. Das Panoptikum galt ursprünglich als Bauplan eines perfekten Gefängnisses. Ein Ort, an dem sich niemand verbergen kann. Ein Außerhalb gibt es nicht mehr. Die totale Überwachung gebiert ein System, dem sich keiner entziehen kann. Ein totalitäres System?